und ein weiteres Video zur Reihe Wobbly Jobs und alle Unlocks. Habt ihr schon das meine Outfit? Nein, ich zeige euch, wie und wo ihr es bekommt. Also, wir müssen zur Mine im Norden. Genau, Leute, und hier nehmen wir den Mining Job an. Wir können hier auch das Artefakt bekommen, das Uran fürs Museum. Da habe ich auch ein separates Video dazu und zeige euch da auch, wie ihr das am schnellsten und besten bekommen könnt. Also hier dann im Anschluss mal reinschauen. Genau, und wir gehen in die Mine rein. Schon mit unserem Mining-Helm ausgestattet. Den bekommen wir dann auch. Und mit zwei können wir den immer anmachen. Das ist ganz cool. Und wir nehmen uns eine Spitzhacke und am besten empfehle ich euch hier alle Durchgänge erstmal frei zu machen. Weil sonst steht ihr unter Umständen ohne Werkzeug mit vollen Händen da und also mit Erzen und müsst dann erst das ablegen und Werkzeug holen. Deshalb, aus Erfahrung, lieber gleich mal das Ganze frei hauen. Genau, und wir achten darauf, dass wir am besten Edelsteine oder Uran nehmen. Also Uran ist natürlich noch wertvoller, aber viel seltener. So aus Erfahrungswert höchstens zweimal pro Run kann Uran vorkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann wiederum das Artefakt dabei ist, ist auch nicht sehr hoch. Ja. Deshalb, wie gesagt, habe ich ein separates Video dazu, wie ihr da mit einem kleinen Trick dem auf die Sprünge helfen könnt. Ist trotzdem Glückssache, wie schnell es geht, aber es beschleunigt es deutlich. Ja. Aber dazu in dem separaten Video, genau. Und wir achten hier drauf, dass wir halt möglichst viel Edelsteine mitnehmen. Also Dias. Diamant ist immer gut, genau. Und ja, nehmen halt das Gold hier auch mit. Ich habe jetzt mal einfach mal ein paar Dinger weggekloppt hier, die gut und wertvoll sind. Und auf der Wegroute liegen. Oh mein Gott. Die sind zu dick, zu klobig, komme ich nicht durch. Ja, müssen wir ein bisschen seitlich laufen, so. Das ist dann immer ein bisschen hinderlich. Genau, Leute, 2:12 haben wir noch. Jetzt lauft doch, Kerle. Und wir müssen damit aufs Fließband, aufs Förderband mit den Erzen. Die werden dort gecrushed, kleiner gemacht, zermahlen. Ja, und werden dann in die Lore gepackt, die dahinter auf den Schienen anrollt. Und wird vor die Mine gebracht. Und erst wenn sie durch das Tor ist, die Lore, dann zählt es auch wirklich. Also von dem her so zu merken, gerade gegen Ende müsst ihr pro Erz crushen. Ja, müsst ihr so 10 Sekunden rechnen. 9 bis 10 Sekunden sowas. Also wenn ihr dann 2 Erze nochmal am Ende abgebt, solltet ihr 20 Sekunden Zeit haben. Sonst wird es nicht rechtzeitig alles verarbeitet. So könnt ihr auch so merken, auch wann ihr dann umkehren solltet noch, ja. Bis wann ihr euer Zeug auf dem Förderband haben solltet und das braucht ja auch noch ein paar Sekunden. Deshalb hier, zweite Runde lohnt fast schon nicht mehr. Naja, Dias waren jetzt keine dabei, dafür halt ein bisschen Gold mitgenommen, gibt immerhin noch. Wenn wir jetzt halt hier zu 2 bis 4 Spieler sind, gibt es ja halt deutlich mehr, wenn jeder was macht, ist vorausgesetzt. Hier ist halt der Nachteil, dass halt eben sich das hier nicht verdoppelt oder irgendwas, je nach Spielerzahl. Also wir, das ist die Gesamtsumme, die wir hier oben sehen. Das geht auch durch die Spielerzahl geteilt dann, ja. Also wenn jetzt alle nichts machen und ich nur hier meine 60 bis 100 scheffel, geht das trotzdem durch die Gesamtspielerzahl geteilt dann. Das ist dann nicht unbedingt fair, wenn die anderen nichts machen wollen, theoretisch so, ne? Außer es ist halt abgesprochen. Ihr wisst schon. Also, aber ihr seht schon, 25 Sekunden, das wird schon knapp. Das hätte ich jetzt eigentlich schon umdrehen müssen, oder? Ne, das reicht schon nicht mehr ganz, wie ich es ja gerade eben schon vorgerechnet hatte. Wie immer. Eins könnte gerade noch reichen mit Turbo Grande Speedo, ja. Ja, gerade so wahrscheinlich. Also, das Gold kommt drauf. Na gut. Hat gesehen, 6 Sekunden oder 7 Sekunden, aber knapp. Aber die zweite hat schon nicht mehr gereicht. Das zweite Gold hat nicht mehr reingerechnet. Aber wir haben dafür jetzt hier das Miner-Outfit. Sehr cool. Und so sieht es nämlich aus. Mit cooler Stirnlampe, Leute. Hose ist keiner dabei, aber da könnt ihr eine passende aussuchen dazu. So, und damit haben wir auch den coolen Mining-Head freigeschaltet. Yeah. Und das coole Miner-Outfit. Und für weitere Wobbly Life Unlocks und Secrets hier zum nächsten Video. Nicht verpassen.